Rüber geht's dann so. Jetzt haben wir ein jetzt haben wir ich etwa. Jetzt zeigen, alle 5 Sekunden kommen hier 20 Cent hier rüber. Ja. Ja, das ist genau die Vorschrift. Sie haben gesetzliche Vorschriften zu erreichen, aber ich kann schon anfangen zu spielen, indem ich einfach hier drauf drücke und dann geht genau das los. Und wenn Sie ein bisschen länger drücken, dann läuft er automatisch an bis zum Gewinn. Das will ich aber nicht. Ja, ich möchte das auch wissen, wie ich einen Gewinn habe. Wie stoppe ich das jetzt wieder? Das kann ich wieder nochmal drücken, dann ist Schluss. Also Sie gewinnen da auch nicht häufiger. Ich habe doch schon gewonnen. Was ich mich frage. 40 Cent habe ich gewonnen. Ja, ich habe gelernt, wenn man da jetzt nicht drauf... 40 Cent Einsatz, 40 Cent Einsatz, 40 Cent gewonnen. Ich habe gelernt, wenn ich jetzt nicht da drauf drücke, macht er immer so weiter und es ist laut. Ich habe eine Frage. Jetzt mal durchschnittlich gesehen, von 1 Euro, den jemand da reinsteckt, wie viel kriegt der da wieder raus? Also wenn Sie die Summe sehen, die war bis 2006 vorgeschrieben mit 60%. Es wurden durchschnittlich 66% ausgezahlt. Heute werden durchschnittlich 75 bis 80% ausgezahlt. Das heißt, Sie sagen mir, wenn ich dann Euro reinschmeiße, komme ich durchschnittlich mit 70 Cent, 80 Cent wieder raus. Auf lange Sicht, ja. Und die restlichen 30 oder 20 Cent kriegen dann Sie? Wir erstmal in der Kasse und dann müssen wir viel Steuern bezahlen und Kosten bezahlen. Aber insgesamt wird es ja, Sie haben ja eine Milliarde Umsatz, da kommt ja schon einiges zusammen. Das ist ja, bleibt doch was hängen. Haben Sie das Gefühl gehabt, Herr Schnitzer, Sie können diesen Automaten besiegen? Also in dem Sinne von Gewinnchancen sind wirklich da? Sie haben ja gespielt auch, ne? Wenn man vorm Automaten saß, hatte man die Hoffnung zu gewinnen. Ja. Vorher und auch nachher war einem klar, man hat gar keine Chance gegen Strom zu gewinnen.